I am the Jochen und es ist der Frühsport für Dienstag, den 23. März 2021. Schönen guten Morgen. Bei der Katalonien-Rundfahrt der Radprofis hat Andreas Krohn aus Dänemark gestern die erste Etappe gewinnen können, liegt damit im Gesamtklassement jetzt vorne, führt auch das Klassement der besten Jungprofis an und natürlich auch die Sprintwertung. Also drei Trikots hat der Gute momentan. Auf Platz 4 immerhin Lennart Kemner. Da haben wir also unseren deutschen Hoffnungsträger, auch ein guter Nachwuchsmann ja noch. Und die haben also jetzt einen gewissen Vorsprung vor dem Rest schon. Das sind 16 Sekunden, die sie mitgebracht haben ins Ziel. Die ersten drei hatten dann auch noch ein paar Bonussekunden. Na gut, was die wert sind, werden wir erleben. Zum Beispiel heute, denn da gibt es die zweite Etappe und das ist das Einzelzeitfahren dieser Rundfahrt. Die gibt es gleich also am zweiten Tag, die Einzelzeitfahren. Das Einzelzeitfahren. Eurosport 1 überträgt ab 15.15 Uhr diese zweite Etappe der Katalonien-Rundfahrt. In der deutschen Eishockey-Liga hat die Düsseldorfer EG ihre Niederlagenserie beenden können, nachdem sie zum Abschluss der Südgruppenspiele ja 6-mal in Folge verloren haben, gab es gestern gegen München im ersten Nord-Süd-Duell für die Düsseldorfer auch den ersten Sieg. Der ist wichtig, denn der hält sie natürlich im Playoff-Rennen in der Nordgruppe. Heute gibt es drei Partien, 18.30 Augsburg gegen Krefeld, Schwenningen gegen Wolfsburg und dann um 20.30 Iserlohn gegen München. Die Münchner müssen also wieder ran. Und da alle drei Spiele gibt es zu sehen auf Magenta Sport. Dort findet sich auch die Basketball-Bundesliga. Die hat drei Partien am Start und da haben wir die Top 3 der Basketball-Bundesliga, die wir sehen können. Um 18.30 geht es los mit Hamburg gegen Alba Berlin, Berlin der Zweite in der Tabelle. Um 19 Uhr dann die Bayern, die sind Dritter, die spielen gegen Weißenfels. Und um 20.30 Uhr haben wir Würzburg gegen den Tabellenführer aus Ludwigsburg. Die Spiele also auch alle auf Magenta und das erste Hamburg gegen Alba Berlin um 18.30 Uhr auch noch auf Sport 1 im Free TV zu sehen. Die Handball Champions League gibt es auch und da spielt Bamberg aus deutscher Sicht noch mit. Die haben aber die ersten beiden Spiele in der Gruppenphase schon verloren, treffen jetzt auf den dritten Gegner Saragossa. 18.30 Uhr auf der Zone das Ganze und Bamberg muss dringend gewinnen, um nicht vorzeitig da schon den Anschluss zu verlieren. Dann haben wir noch Handball Europa League. Da geht es jetzt in die K.O.-Runde und wir starten mit dem Achtelfinale, genauer gesagt mit den Hinspielen. Drei deutsche Teams nehmen daran teil, spielen noch alle heute Abend auf der Zone. Um 18.45 starten die Rhein-Neckar-Löwen, die spielen bei Nexe Nasice in Kroatien. Das sind jetzt die illustren Gegner, die kommen. 18.45 also und um 20.45 gibt es die anderen beiden deutschen Teams ebenfalls auf der Zone. Magdeburg spielt bei Pelister Bitola in Nordmazedonien. Und die Füchse Berlin, die treten an bei den Fivers Margareten in Wien. Das ist Österreich, das kenne ich zumindest. Das sind also alles die Hinspiele, die Rückspiele folgen dann noch. Aber wer Handball gucken möchte, der kann das gerne tun. Es ist ein fußballfreier Abend. Nichts los in Sachen Fußball heute Abend. Das heißt, man kann sich also aussuchen, ob es Handball Europa League sein soll oder Basketball Champions League, Basketball Bundesliga oder Eishockey Bundesliga. Das sind heute die großen Tage, die mal schlagen, auch für diese Ligen. Und Fußball ist ein gutes Stichwort. Wir haben noch offen die Tabellen aus den Ligen 2 und 3. Da wurde nämlich noch gespielt am gestrigen Abend. Und da hatte ich ja versprochen, die holen wir dann wie immer dienstags noch nach, wenn montags gespielt wird. Und wir schauen mal, wie es da nun aussieht. 9 Spieltage vor dem Ende. Starten wir mal mit der dritten Liga. Das war ja heute das große Free-TV-Event, gestern besser gesagt, wo die 60er gewonnen haben, gegen Dresden, kurz vor Schluss. Ganz wichtiger Sieg für 60. Wir sehen, die Dresdner sind immer noch vorne auf der 1. Rostock und Ingolstadt hinten dran auf der 2. Dann lange nichts. Also die Dreiergruppe da vorne ist intakt. Aber die 60er haben sich jetzt aufgemacht, aus der Verfolgergruppe nach oben zu klettern. Naja, es sind halt immer noch 9 Punkte, die sie da aufarbeiten müssten. Aber es ist ein erster Schritt auf jeden Fall. Dann haben wir hier Verl, Saarbrücken und Wiesbaden noch in der erweiterten Verfolgergruppe. Dann kommt das Mittelfeld. Das können wir mal, glaube ich, ein bisschen großzügiger überspringen und gucken stattdessen lieber nochmal ans Ende der Tabelle. Da ist es insofern, die gucken wir uns mal von hinten an. Das ist interessant. Wir haben hinten auf den letzten Plätzen haben wir Haching, Lautern und Lübeck. Die sind schon alle drei ein bisschen abgeschlagen. Und dann geht es nach oben. Und jetzt haben wir die Magdeburger, aber 4 steigen halt ab. Und wenn wir das hier sehen, gut, die Oerdinger könnten noch so wie drauf mit dem Sieg da nach vorne ziehen. Aber dann ist der erste Nicht-Abstiegsplatz, wenn Oerdingen hochgeht, der den die Bayern 2 belegen. Und die sind Meister. Die haben letztes Jahr das Ding gewonnen. Und jetzt trudeln die da unten rum. Keiner weiß, ob die Abstiegskampf können.
Da müssen wir mal abwarten. Das könnte die große Chance sein. Ach, die Mannheimer, guck einer an. Hinter Meppen jetzt sogar schon. Also die standen ja auch mal deutlich besser. Magdeburg halten wir immer im Auge. Das ist momentan der erste Absteiger. Und der ist hier an dieser Gruppe unglaublich eng dran. Da oben da, Zwickau, Viktoria, da glaube ich, die sind da weit genug weg. Aber das wird noch eine spannende Nummer, glaube ich. In die zweite Liga gucken wir auch nochmal. Da hat Tabellenführer Bochum sich vorne behaupten können mit einem klaren Sieg in Düsseldorf. Hier sind es noch 8 Spieltage in der zweiten Liga. Wir sehen vorne die Bochumer auf 1 vor dem HSV. Fürth und Kiel, wobei die Kieler haben noch 2 ausgefallene Spiele, Corona-bedingt. Die haben jetzt hier 46 Punkte. Wenn sie die beide gewinnen, sind sie sogar Erster. Fürth so ein bisschen, auch nicht zuletzt durch das Derby unentschieden gegen Nürnberg. Luft gelassen, also Faden verloren, oder wie man das sagt. Ne? Karlsruhe schon auf 5, jetzt doch mit einem deutlichen Abstand. Auch Düsseldorf-Heidenheim glaube ich nicht, dass die noch so eine große Rolle spielen. Gut, 8 Spieltage, da geht noch eine Menge. Aber trotz alledem, weiß ich nicht. Wir haben hier ein Mittelfeld, das sind so die harmlosen Teams, und dann scrollen wir mal nach unten. Sollen wir wieder von unten gucken? Machen wir. Gucken wir von ganz unten los, da haben wir die Würzburger. So. Die haben noch ein Nachholspiel, könnten auf 19 kommen, theoretisch. Und dann geht es aber trotzdem weiter, 2021, 22, da kommen Sandhausen und Osnabrück. Momentan auf dem Relegationsplatz, auch noch mit Nachholspiel, da könnten sie die Braunschweiger wieder einfangen. Und dann haben wir da oben noch die Nürnberger stehen. Die haben eigentlich 6 Punkte Vorsprung. Wenn Osnabrück gewinnt, haben die Nürnberger noch 3 Punkte auf dem Relegationsplatz. So ganz sicher sind die noch nicht. Auch Regensburg natürlich. Ich meine, die haben noch ein Nachholspiel. Gut, dann kommt hier Darmstadt. Würde ich auch noch nicht ganz rausnehmen. Wobei ich da letzte Woche schon gesagt habe, das müssten die jetzt geschafft haben. Die haben jetzt 9 Punkte, wenn Osnabrück gewinnt, 6 Punkte. Und außerdem, meine Lilien, das wird klappen mit dem Klassenerhalt. Da bin ich mir relativ sicher. Optimismus first, würde ich sagen. So, das war also der Blick auf die Tabellen. Dann habe ich alles Wichtige zum heutigen Sporttag schon gesagt. Und dann steht noch eine Sache aus, die ich versprochen habe. Und zwar gibt es heute das Special zum Thema Champions League, Europa League und Conference League. Das wurde ja angefragt, mehrfach schon in den Kommentaren. Und da das Ganze ein wenig ausladender wird, denn ich möchte die Gelegenheit nutzen und so ein bisschen einen Streifzug machen durch die Geschichte des Champions League-Modus. Von den 80ern bis heute, da hat sich sehr viel geändert unterwegs. Und dann binde ich auch entsprechend da noch die anderen europäischen Wettbewerbe ein, die es mal gab oder die es jetzt eben geben soll mit der Conference League, wie das alles funktionierte und funktioniert. Und weil es ein wenig länger wird, das ganze Ding, würde ich es gerne auslagern. Das ist was Neues hier, das haben wir noch nie gehabt. Jetzt gibt es hier den Kanal auch schon seit, ach Gottchen, was haben wir, 2,5 Monate? Ja, und zum ersten Mal wird es ein Special-Video geben. Das mache ich jetzt nicht hier, das mache ich jetzt direkt gleich noch, lade es dann separat hoch. Das heißt, wir werden tatsächlich heute 2 Videopremieren haben. Das hier ist der Tagessport, der ist damit jetzt durch. Und das zweite Video kommt auch gleich, das findet ihr dann hier drüber oder drunter oder ich verlinke es, glaube ich, direkt hier am Schluss nochmal in dem Links drin oder so irgendwie. Da könnt ihr auch nochmal reingucken. Da wird es dann nur um dieses Thema gehen, europäische Vereinswettbewerbe. Vielleicht interessiert es auch jemanden nicht so, dann lasst es aus. Aber vielleicht interessiert auch jemand nur das, dann guckt euch nur das an. Alles klar, viel Spaß, bis gleich dann vielleicht im anderen Video und ansonsten sehen wir uns morgen wieder, dann steigen wir ein in die WM-Qualifikation. Habt einen schönen Dienstag, bis dann, tschüss.